Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Minecraft-Technik-Let's Plays. So sieht das Ganze jetzt aus, die Erweiterung. Und ihr seht das Licht an, das liegt daran, dass der Tank schon voll ist. Unglaublich aber wahr. Ich habe nämlich mit einem Wireless Receiver hier dran gemacht und den Sender unten oben unter dem Tank. Frequenz gesetzt. Läuft. So, und hier seht ihr, worum es jetzt geht. Logischerweise um die Spawner. War ja klar. Da fehlt was. Ja, ist egal. Wobei es hier schon zu einer Planänderung kommt. Ich habe ja gesagt, dass ich schon von Anfang an des Projektes einen Plan zu diesem Raum hier hatte. Und mir nur optisch nicht so hundertprozentig im Klaren war. Und auch mit der Aufteilung und so. Ja, jetzt, wo ich das Ganze baue, kommt es zur großen Planänderung. Aber da kommen wir gleich mal zu. Da war wieder ein Enderman am Werk hier. Ich hasse die Jungs. Mann, ey. Dass es da nicht irgendeine Ingame-Möglichkeit gibt, das zu unterbinden, das wundert mich eigentlich. Ich möchte das nämlich auch nicht abschalten. Dieses Enderman Drone Pickup könnte ich ja installieren. Aber mich würde viel mehr interessieren, ich fände es viel reizvoller, wenn einer einen Mod machen würde, dass man in-game irgendwas entwickeln kann, dass die Enderman das nicht mehr machen. Naja, okay. So, wer zu viel Theorie nicht mag, der schaltet jetzt besser ab, weil wir gehen jetzt mal ein bisschen auf die Mob-Spawner-Theorie ein. Ich werde ja hier mit Soulcage arbeiten von Soulshards. Komm nicht dran, man sieht den Tooltip nicht. So. Die Dinger funktionieren grundsätzlich genauso wie normale Vanilla-Spawner. Der einzige Unterschied ist halt, dass man über die Mob-Essenzen bestimmen kann. Also, dass man sie zum einen bauen kann, dann über Mob-Essenzen bestimmen kann, was gespawnt wird. Was man übrigens bei Soulshards 2 nicht mehr rückgängig machen kann. Einmal gebaut ist das Ding definiert. Man kann das nicht wieder ändern. Und dass man sie mit Redstone ein- und ausschalten kann. Ansonsten funktionieren die ganz genau wie normale Vanilla-Spawner unter denselben Regeln. Das heißt, die Mobs spawnen in einem solchen Bereich hier. Das hier ist 9x9. Eigentlich sind es aber nur 8x8 nötig. Und der Spawner sitzt in der Mitte. Aua, danke Turtle. Ja, 8x8 in der Mitte. Hä? Was denn das? Ja, deswegen baue ich 9x9, weil die Mitte besser zu definieren ist. Man kann allerdings auch wirklich ganz genau bauen, indem man 8x8 macht, weil der Spawner in der Mitte, ich setze jetzt einfach mal den Sand dahin, wäre sogar zufällig richtig, hä? 1, 2, 3, 4, ja, das ist genau die Mitte von meinem Bereich hier, alles klar. Aber das ist ja wie gesagt 9x9. Wenn es 8x8 wäre, wäre ja in zwei Richtungen nur 3. Und da gibt es auch eine Definierung, die man, wenn man sich an 8x8 halten will, wissen sollte. Die Mitte ist dann da, wo die Koordinate in den Minusbereich geht. Ich gehe mal ein bisschen rechts und links. Ihr seht jetzt unter der Karte ja die Koordinaten. Das heißt, ich müsste... Ja, der Sandblock sitzt richtig. Dann wären hier nur noch 3. Gehen wir mal vor zurück. Hoch. Runter. Okay, das hier ist der Minusbereich. Also wären hier nur 3. Und auf der anderen Seite 4 Blöcke, wo die Mobs spawnen. Außerdem spawnen nur Mobs, wenn sich ein Spieler im Bereich von 16... Aua, danke! 16 Blöcken um den Spawner herum befinden. Egal, hoch, runter, rechts, links, diagonal. 16 Blöcke. Alles, was außerhalb ist, wenn ein Spieler sich außerhalb dieser rechts 16 Blöcke befindet, ist der Spawner nicht aktiv. Gilt auch für die da. Und die Mobs, die der Spawner rausschmeißt, unterliegen ja einem Lichtlevel. Das heißt, der Bereich muss unter Lichtlevel 8 sein. Für normale Mobs.
Im Falle von Blaze, das hier sein Blaze-Spawner, braucht er nur unterhalb von 11 sein. Nächste, was zu wissen wäre, Mobs spawnen auf der Höhe des Spawners mit ihren Füßen. Also nicht unten, nach oben ja, aber nicht nach unten. Das bedeutet halt, ja, wenn sie ja jetzt da an der Wand spawnen würde, wäre das auf dem Block. Das wiederum bedeutet, über dem Spawner müssen mindestens 2 Blöcke, am besten sogar 3 Blöcke frei sein. 3 Blöcke halt, falls man einen Enderman-Spawner macht. Wo ich wenig Sinn drin sehe, weil die Jungs sich sowieso wegteleportieren. Es sei denn, man macht das im End und ja, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Man könnte da im End wirklich eine Farm machen. Gibt es ja auch. Allerdings nicht auf Basis von Spawnern. Noch was. In einem Bereich von 17 mal 17 mal 9 Blöcken um den Spawner herum dürfen sich maximal 6 Mobs befinden vom Typ, den der Spawner abschmeißt. Spawnen lässt. Das hier ist ein Blaze-Spawner. Auf gut Deutsch dürften im Bereich von 17 mal 17 um den Spawner herum nur 6 Places sein. Mehr spawnt er dann nicht mehr. Nach unten ist es nur noch ein 9er Bereich. Damit kommen wir zu dem Abstand nach oben hier. Von den Füßen aus gezählt nach unten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hä? Habe ich da was falsch gemacht? Oder habe ich jetzt was falsch erzählt? Ach so, nee, mit dem Spawner in der Mitte. Richtig. Ne? 17 mal 17 mit dem Spawner in der Mitte. Richtig. Das heißt, nach unten hinweg 4 Blöcke, wo sich kein Mob befinden darf. 1, 2, 3, 4. Wir sind hier 2 Blöcke tiefer. Hier unten können also ruhig 10 Mobs sein. Ist furz, knurz, egal. Der Spawner wird spawnen. Stehen sie auf der Höhe, dürfen es nur 6 sein und der ist schon aus. Bei 5 bliebe er an, spawnt aber nur noch einen. Was auch noch ein Punkt ist, ein Spawner spawnt 1 bis 4 Mobs. In einem Zyklus von 10 bis 40 Sekunden. Eher uninteressant, aber auch nicht uninteressant. Ja, nicht uninteressant zu wissen, aber zum Bau einer solchen Farm uninteressant. Die anderen Sachen sind eher interessanter. Damit kommen wir auch zum Abstand nochmal nach oben. Ich habe eine 4er Deckenhöhe plus die 2. Das ist also auch scheißegal, wie viele Mobs da oben in meiner Hütte rumlaufen würden. Den Spawner wird er nicht jucken, er würde spawnen. So. Dass Mobs auf der Höhe des Spawners spawnen, habe ich schon gesagt. Sie spawnen mit Vorliebe auf Blöcken. Wenn das Ding an wäre, würde also auf dem Block was spawnen. Sie spawnen aber auch in der Luft und fallen dann runter. Von daher brauchen wir hier keine Zwischendecke einziehen. Ja, so viel dazu. Jetzt zu dem, was ich hier markiert habe. Das war, wie gesagt, mein ursprünglicher Plan. Ich hatte dann hier gedacht, hier einen Spawner, hier einen anderen Spawner, da wieder einen anderen Spawner und hier noch einen anderen Spawner, wobei das hier schon ein Problem wäre, weil hier ist oben drüber mein AE-Netzwerk. In dem Raum bin ich ja nun wirklich selten. Ja, der würde also gar nicht aktiv. Ist hier schon schlecht genug, weil die Spawner werden ja nur aktiv sein, wenn ich mich da drüber befinde im jeweiligen Bereich. Es ist nicht wie bei RET, wo ich sein konnte, wo ich will. Und immer, ja, es waren 4 Spawner, die immer aktiv waren. War besser, als ich gedacht hatte. Geplant hatte ich ja eigentlich nur, dass 2 immer aktiv sind. Aber egal.
Das war halt der ursprüngliche Plan. Ich werde das aber jetzt ändern. Aus zwei Gründen. Erstens, es ist Quatsch. So wie es jetzt hier gebaut ist, es ist Quatsch. Die XP, worum es in erster Linie gehen, kriegen wir von hier. Und die ganzen Drops, ja, kriegen wir auch von da. Außer halt Blaze und Witch Drops, weil die spawnen da drin nicht. Alles andere spawnt da drin. Ja, Enderman auch nicht, aber das liegt auch nur an der Deckenhöhe. Auf gut Deutsch werde ich dann hier, das ist der zweite Grund, von der Optik her, den Bereich nur bis hier bauen. Ach, deswegen habe ich hier die Lücke gehauen, ne, dass das hier abschließt. Wird das hier halt der Spawnbereich mit den verschiedenen Spawnern. Ja, und ich kann dann, keine Ahnung, drei oder vier Spawner da reinsetzen. Der Abstand zwischen den Spawnern ist ja egal. Es muss ja nur der Abstand zur Wand jeweils vier sein. Das werde ich jetzt mal machen. Dementsprechend mal einen kurzen Schnitt und dann machen wir weiter. Kleiner Zwischenstand. Wo ich hier gerade den Black Granite Block da sehe. Den Boden da drin werde ich noch austauschen müssen gegen irgendwelche Blocks, die wo keine Mobs drauf spawnen, weil da drin wird es ja dunkel und es soll ja nur das spawnen, was aus den Spawnern kommt. Ich habe übrigens jetzt die ganzen Turtles hier schon mal hingestellt. Das sind insgesamt mittlerweile, also inklusive denen, die hier stehen, 45 Turtles. Nicht schlecht, oder? Da ist jetzt vorbereitet für vier Spawner. Ich denke mir, zwei Blaze-Spawner und zwei Witch-Spawner, also Hexen-Spawner. Ja, was anderes brauchen wir nicht. Ich hätte ja gerne noch Wither-Skeletons, aber das geht nicht. Also zumindest hat es bisher noch nicht geklappt, dass ich da eine Mob-Essenz für kriege. Von daher Blaze-Spawner und Witch-Spawner. Alles andere kriegen wir ja aus denen hier. Also, ne? Mehr als genug. Ja, und hier lege ich jetzt gerade, habe ich hier freigelegt für die Vakuumhopper und für die Conduits, die das Ganze dann an das bereits vorhandene hier unten anschließen werden. Oh, Flop. Ja, kann man schon mal machen. Wobei ich das jetzt eigentlich euch von verschonen wollte, wegen der, vor allem wegen den Anschlüssen an den Vakuumhopper. Das ist ja Wahnsinn. So. Zack. Na. So, die da. Ja, müsste alles so klappen. Item. Ne, das war Fluid, aber ist ja egal. So, Item, Fluid und den ganzen Krempel dann hier lang auch noch. Jetzt komme ich hier nicht raus. Darunter die Vakuumhopper, genau wie das hier halt auch ist. Ja, und da innen den Bereich, das werde ich wohl gleich noch austauschen. Jetzt bin ich allerdings am Überlegen. Black Granite. Smooth Red Granite oder Smooth Black Granite oder Bricks. Ich tendiere so ein bisschen, das werde ich gleich optisch ausprobieren, zu den Red Granite Bricks beziehungsweise ein paar kaputte Red Planets, Granite Bricks mit Blut, ne? Also rot mit Blut. So nach dem Motto blutige Sache da drin. Weiß ich aber nicht. Ich denke mir nämlich, schwarz wäre eigentlich ganz nice, aber dann wird es wirklich verdammt dunkel, auch optisch da drin. Allerdings auch nicht tragisch. Ja. Rot wiederum, ja, weiß ich nicht. Muss ich mir gleich mal angucken. Schauen wir mal. Ich kann ja nochmal einen Zwischenschnitt reinmachen. Hier über die Turtles, drei hoch dieses Darkless. Würde ich sagen. Ja, dann sieht man so ungefähr, man ist ja hier auf dem Gang, sieht man so gerade so die Spawner noch.
Mehr braucht man nicht sehen. Und das gleiche denke ich mir auch hier an der Seite. Ich weiß noch nicht, was das hier jetzt wird. Keine Ahnung. Dass man von hier aus auch sehen kann, was da drinnen abgeht. Mal gucken. Ja, nächster Schnitt, dann seht ihr mehr. So sieht es nun aus. Das ist der nächste Zwischenstand. Ich habe mich für die schwarzen Granite Bricks entschieden, weil die roten, das sah dann doch ziemlich Müll aus. Hab da ein paar kaputte dazwischen gesetzt. So oft optischen Auflockerungen. Ich finde, das sieht eigentlich ganz nice aus, nett geworden. Das hier ist spontan entstanden. Sieht natürlich, wenn man da hinten rüber guckt an das Fenster, so ein bisschen seltsam aus mit dem schwarzen Streifen. Von der anderen Seite sieht man es natürlich hier auch. Aber ich finde es gar nicht schlecht. Wenn ich jetzt hier mache, bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das entweder zumache und da alle paar Meter Licht reinmache, womit hier ein Beleuchtungsproblem in diesem Gang geklärt wäre. Oder mein anderer Gedanke, dass ich hier drauf Trophäen setze, ne, wie diese Spinnen hier, nur halt die stehenden Kollegen. Davon habe ich auch schon ein paar mittlerweile. Das wird zwar kaum sichtbar sein, aber hätte was, glaube ich, wenn man die da hinstellt, irgendwie beleuchtet und über die dann erst eine Decke zieht. Ich glaube, das hätte was, ist aber natürlich ein Langzeitprojekt, weil die Trophäen sind immerhin Rardrops, ne? Auch wenn man sie über so eine Farm in größeren Mengen kriegt, relativ zügig. Ja, hier kommen wir jetzt nochmal drauf zurück. Ich habe die Spawner jetzt schon platziert. Blaze, Witch, Blaze, Witch. Da ziehe ich jetzt die noch Conduits hoch, Redstone Conduits. Na, warum kommt man hier eigentlich so scheiße rein? Irgendwie, na. Aha. Hier kommen natürlich noch Ventilatoren hin. Das werde ich euch nicht zeigen, wie ich das platziere. Also die Aktion hatten wir ja schon in der vorletzten Folge da hinten oder so. Weiß nicht, war es die vorletzte Folge? Keine Ahnung. Da bin ich auf jeden Fall jetzt im Nachhinein noch auf eine Idee gekommen. Und zwar hätte ich auch früher dran denken sollen können. Ja. In den Rücken eine Wand. Und zwar eine Zweierwand, weil ich ja ne, ohne zu springen über eins drüber laufen kann. Ja, und dann lässt sich das auch platzieren. Mache ich aber trotzdem nachher im nächsten Cut. Aua. Jetzt zeige ich halt nur noch schnell, wo die Conduits hin sollen. Und wer sich überlegt hat, hier, Moment mal, Blaze Spawner. Blaze fliegen, du hast nur unten Turtles. Ja, da gibt es auch noch etwas Theorie zu. Und zwar, Blaze fliegen nur, wenn sie angreifen. Ansonsten schweben sie, wenn sie oben gespawnt sind, langsam zu Boden. Ganz selten sieht man, dass sie auch irgendwo unter einer Decke schweben. Das ist aber ganz selten. Im Normalfall schweben sie runter. Es sei denn, sie greifen dich an. Dann gehen sie hoch. Und da ich hier hinter Glas bin, beziehungsweise wenn ich da oben rumlaufe, überhaupt nicht da bin, triggern sie mich nicht, können mich also auch nicht angreifen und das war's. Beziehungsweise triggern hier hinterm Glas werden sie mich eventuell sogar triggern, dass sie zu mir kommen. Aber sie werden mich auf keinen Fall angreifen, weil sie wissen, das bringt nichts. Ja, dann gucke ich mal. Das müsste hier irgendwo sein. Ich habe ja gesagt, dass die Decke ist eine Viererdecke. Oh. Ach so. Das müsste theoretisch hier sein. Ja, ich bin eins hoch. Ja, das ist doch die Decke. Dann gucken wir mal. Eins, zwei, drei, vier.
5. Jetzt weiß ich nicht, ob da ist die Wand jetzt. Moment. Oh, da ist auch noch. Okay. Moment. Bevor wir jetzt. Okay, dann ist das Wand. Mal hier wieder zumachen. 1, 2, 3, 4, 5. Da müssten auf der Höhe. Ich habe, wo der Dirt an der Decke klebt, da habe ich schon Löcher in der Decke. Das wird nur von dem Dirt gerade verdeckt. Das heißt, wir müssten es jetzt eigentlich problemlos finden. Und die Framerate, ich sage euch lieber nicht, wie hoch sie ist. Das sieht man jetzt wahrscheinlich im Video auch ganz böse. Meine Fräse. Das ist aber doch langsam. Ja. Okay, habe ich mich wohl verzählt irgendwo, oder? Denn hier müsste ich schon längst bei dem Spawner angekommen sein. Das ist aber doof. Ich wollte auch nicht alles ausgraben hier. Das müsste ich hier auch noch ausleuchten oder wieder zubauen. Das gibt's doch gar nicht. Mann! Da ist ein Loch. Okay. Zack. 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 Das heißt, hier müssen wir wegbauen. Und hier geht's runter. Oh, shit. Ja, das war jetzt nicht geplant. Alter. Ja, ja, ist ja gut. Kommt, Leute, lasst mich mal. Mann, oh. In Ruhe. Verdammt, kann ich den Schalter direkt an den Spawner setzen? Ich glaube nämlich nicht. Hopp. Nee, kann ich nicht. Ja, komm. Verdammt! Ah. Ja! So! Und Ruhe im Karton! Alter! Na gut, da haben wir ein bisschen unfreiwillige Action hier. Auf diese Art bin ich übrigens von den Turtles da rechts schon getötet worden. Habe ich schon mal aus Versehen den Playspawner aktiviert. Bin dann abgestürzt, weil ich bin auch geflogen, so wie gerade. Ich habe nur die Time Torch, die Time Rod nicht eingesetzt. Bin dann halt auch geflogen, ja, womit meine ganze Energie verbraucht war. Und wie ich euch vor ein paar Folgen erzählt hatte, auch mit dieser Imba-Rüstung, die ich hier habe, ist man, wenn man die Saatkraftenergie verbraucht, relativ schnell am Arsch. Meine Energie war weg, ich bin abgestürzt. Ja, ein Treffer von einem Blaze und ich glaube noch ein Treffer oder noch zwei Treffer von den Turtles hier und ich war tot. Ja, habe ich mal ziemlich dumm geguckt. Aber naja, passiert. So, und jetzt hoffe ich mal, dass sich der verbindet.
tut er nicht. Oder? Hat er sich verbunden? Nein, hat er nicht. Dann hoffe ich mal, dass mir der Autor einen guten Tipp gegeben hat. Ich weiß nur noch nicht, wie ich da jetzt drankomme. Ich habe nämlich den Autor von Ender.io angeschrieben, dass er doch bitte eine Unterstützung für Computercraft und die Bundled Cable API einbauen soll. Seine Antwort war, dass er da schon dran arbeitet. Und zwar will er die von Mindfactory Reloaded die API einbauen. Die ist allerdings gerade geändert worden. Somit ist seine bisherige Arbeit hinfällig. Mist. Und für 1.6.4 wird er wohl nicht mehr fertig damit. Er sagte mir dann aber noch, dass wenn sich etwas nicht connectet, so wie jetzt hier, man es mit der Wrench manuell machen kann. Ja, ist nur, wie ich gerade feststellen muss, ein ziemliches Gefummel. Mist. Okay, ich mache das mal und dann sehen wir uns nach dem Schnitt. Dann kommen noch ein paar Worte dazu und ihr seht das Ganze in Action. Na gut, die Action war jetzt gerade schon, aber naja.